Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video damit beschäftigt, wie wir Delegates definieren und erstellen können. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir Delegates auslösen. Das ist erdenkbar einfach. Ich nehme hier bloß ganz kurz den Code weg, den wir für dieses Beispiel nicht brauchen werden. Und dann nenne ich diese Variable hier auch gleich Delegate. Was wir hier machen, ist eben über die kurze Schreibweise einen Delegate erstellen, der eben auf berechnet Quadrat zeigt, und wir halten die Adresse vom Objekt eben in dieser Variable fest. Und wenn wir den Delegate jetzt auslösen wollen, dann machen wir das genauso wie bei Methoden. Wir schreiben hier jetzt eben nicht direkt den Namen der Methode hin, die wir aufrufen wollen, sondern den Namen der Variablen, in die den Delegate referenziert eben. Also ich nutze hier addDelegate, mache dann wie bei Methoden auch, Klammer auf, schreibe dann hier einen Wert für den Parameter rein, beispielsweise die 42, und wir sehen hier oben eben, dass dieser Delegate einen Rückgabetypen hat. Warum? Und diesen können wir natürlich auch nutzen, um uns das Ergebnis, was dieser Delegate zurückgibt, in einer Variable festzuhalten. Genauso wie bei Methoden auch. Und dann können wir eben dieses Ergebnis hier direkt auf der Konsole ausgeben. Und dann schauen wir uns mal an, wie dieses Programm funktioniert. Und wir sehen eben hier, dass das Quadrat von 42 offensichtlich 1764 ist, was wir eben hier sehen. Und wir gucken uns jetzt nochmal im Debugging-Modus direkt an, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir jetzt durch dieses Programm debuggen, erstellen wir jetzt hier den Delegate, rufen ihn eben hier über genau den gleichen Syntax auf, wie wir es auch bei Methoden gewohnt sind. Und wenn ich hier mit F11 mal diesen Delegate ansteuere, dann sehen wir auch, okay, wir landen jetzt wirklich in dieser Berechne-Quadrat-Methode, die dieser Delegate hier oben referenziert hat eben. Und hier wird eben der Wert multipliziert, kriegen hier eben besagte 1164 eben raus. Und dann wird das Ergebnis auf der Konsole ausgegeben. Also wir haben gesehen, wenn wir Delegates erstellt haben, können wir sie ganz einfach über den normalen Syntax wie auch bei Methoden aufrufen. Der Punkt ist jetzt natürlich, welchen Sinn haben Delegates? Ich könnte ja hier auch genauso gut schreiben, wenn ich diese Zeile kopiere, dass ich hier eben nicht addDelegate, sondern berechne Quadrat aufrufe. Und das ist in der Tat auch richtig. Wenn wir uns das hier anschauen, hat dieser Aufruf letztendlich genau die gleiche Auswirkungen, wie wenn ich eben hier oben den Delegate direkt aufrufe. Es soll jetzt auch noch kein richtiges Beispiel sein, was eben produktiv zeigt, wo Delegates einzusetzen sind, sondern nur die Funktionsweise zeigen, wie Delegates funktionieren. Also genauso wie Funktionszeiger. Wir können eben in einem Delegate eine Methode referenzieren und wir sehen, wir können sie dann wirklich auch in Variablen, Parametern oder Feldern beispielsweise festhalten, diese Methoden. Und der Vorteil ist, zum statischen Methodenaufruf ist eben, dass wir diese Referenz auf eine Methode auch an andere Komponenten weitergeben können, die dann einfach diesen Delegate aufrufen, ohne wirklich zu wissen, was eigentlich für eine Methode dahinter steckt. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns im nächsten Video an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.